Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomen, Hobbits und Englodim zu einem neuen Pokémon-Schwert mit dem Zwergenfürst. Ja, da wären wir hier in dieser Stadt und weiter geht's hier direkt bei unserem Rivalen Hope. Der sagt uns gleich, wie es weitergeht. Sanja hat den Pokédex auf dem Smart Rotom installiert, stimmt's? Dann geht's jetzt richtig los. Such dir ein paar richtige starke Pokémon für dein Team. Aber jetzt werden wir bestimmt immer öfter in Kämpfe geraten. Schließlich wimmelt es da draußen nur so von wilden Pokémon und überall fremden Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann such ein Pokémon-Center auf. Dort kannst du deine Pokémon heilen. Alle Pokémon-Center sehen gleich aus. Du kannst die also gar nicht verfehlen. Und du, ob du es glaubst oder nicht, ich habe schon mal ein Pokémon-Spiel gespielt. Ich weiß, wie ein Pokémon-Center aussieht. Ist nicht meine erste Edition. Komm, werfen wir mal einen Blick hinein. Mir nach, Zwergenfee. Ah, wollte schon sagen, was ist mit der Pokémon Center Musik? Sie ist noch da. Ist das dein erster Besuch in einem Pokémon Center Zwergenfürst? Ja, also hier in Galar, also hier in der Galar-Region schon, aber in anderen Regionen, also es kommt mir relativ bekannt vor, weil das relative Ähnlichkeiten zu den Pokémon-Centern in Alola hat, also in der siebten Generation. In gewisser Weise kenne ich das also schon. Ich denke mal, dass es neu ist. In Ordnung, dann pass mal auf. Siehst du die Dame hinter dem Tresen? Ja, okay, das weiß ich. Die grundsätzlichen Sachen. Rechts ist der Shop und links wahrscheinlich ein Café, wo du halt bestimmte Sachen kaufen kannst, wo du hier ein Eisgetränk gönnen kannst. Wenn du sie nett fragst, macht sie all deine Pokémon wieder fit. Und an solchen Computern kannst du Pokémon abgeben, die du gefangen hast. Man kann nämlich immer nur 6 Pokémon gleichzeitig damit mit sich rumtragen. Keine Pokémon-Box mehr? Schade. Das war das Beste an Pokémon Let's Go Evoli. Naja, es gab auch andere schöne Sachen in Pokémon Let's Go Evoli, aber das war eine der schönen Neuerungen in Let's Go Evoli. Gut, dass ich mich hier im Pokémon-Supermarkt mit Trinken eingedeckt habe. Das hat mir neulich echt den Hals gerettet. Ach, weißt du, ich habe schon ein paar gekauft. Ich habe schon Beleber und Tränke im letzten Part. Ich glaube, es war der letzte Part. Besucht. Wenn ihr echte Pokémon-Trainer sein wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gute Idee, danke. Zwergenfee, ich gehe schon mal zur Route 2. Kommst du einfach mal nach, sobald du hier fertig bist. Und wird gemacht. Okay. Heil meine Pokémon. Nimm die. Heil, ganz schnell, zack, zack. Okay, dann nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Aha, die 3 sind's. Ja, ich bin unschlüssig, ob ich mein Mauzi, was ich durch den Wundertausch bekommen habe, hier ablegen soll im Pokémon-Computer. Oder ob ich das... Sei gerüst! Womit kann ich dir helfen? Was eine schöne Begrüßung. PC-Boxen. Ja, da brauchen wir keine Anleitung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das ablegen soll oder ob ich das im Team behalten soll. Einerseits ist fürs Giga-Dynamax-Ding schon gut, wenn man das trainiert. Ist schon nicht schlecht, aber ja, andererseits will ich mir auch im hohen Gras Leute fangen. Der kommt sowieso mal in erster Stelle, Blacky. Ich würde sagen, wir schleppen es mal mit rum. Wir behalten es erstmal. Und wenn das Team voll ist, dann ist Maut das Erste, was rausfliegt. Machen wir es so. Ah, okay, ich würde mich noch ein bisschen umschauen. Willkommen bei Pokémon-Supermarkt. Was möchtest du tun? Supermarkt und Pokémon sind in einem... Okay, das kennen wir, das Sortiment. Das haben wir schon. Haben wir schon gekauft. Da waren wir schon irgendwo. Oh, ein sehr wohl. Was ist das so?
erste Ansprechpartner in Sachen Pokémon. Was darf es sein? Ein Namen bewährt, eine Attacke vergessen. Cool. Kann ich Namen. Das ist der Namensbewerter. Mauzi. Na, aha, sein momentaner Name lautet also Mauzi. Damit hast du dir schon sehr viel Mühe gegeben. Ja. War großartige, großartige Idee mit dem Namen Mauzi. Auch wollen wir dem Pokémon nicht mal einen etwas passenderen Namen geben? Was meinst du? Sehr schön, wie soll der neue Spitzname lauten? Alles klar, von nun an heißt dein Pokémon Kali. Ja, seltsamerweise hat mich Kreuzmaurer irgendwie, ich weiß nicht, wie die Verknüpfung jetzt in meinem Kopf zurecht zustande kam. Ist eh klar, dass da oben bei mir in den obersten Schaltzellen dort was kaputt ist, aber irgendwie, ja, hat die Kreuzmaurer jetzt die Kali bei mir auf das Mauzi gepasst. Das war für mich einfach, das war jetzt das Mauzi, das war jetzt der, ja, ist jetzt so, in meinem Kopf hat es gepasst. Ja. So, wer seid ihr denn? Kennst du die Pokémon-Professorin? Sie genießt ein ruhiges Leben in ihrem Haus am See. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Ja. Orangenbaumblätter liegen auf dem See. Ja. Sag mal, Zwergenfürst, für einen echten Trainer ist die Arena Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Die Arena Challenge, was ist das? Ja. Wurde mir schon irgendwie verklickert. Ich frage mal die Arena Challenge. Ich weiß nicht, was die Arena Challenge ist. Schon. Ist mir schon ansatzweise bewusst, aber ja, erklär's mir halt nochmal. Na, das ist dieser riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Der Gewinner hat gute Chancen, am Ende gegen den Champ antreten zu dürfen. Um sich für die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfehlungsbrief. Delion könnte mir jederzeit einen ausstellen, aber leider stellt er sich quer. Deshalb würde ich jetzt die Professorin um Rat fragen. Du wirst doch bestimmt auch an der Arena Challenge teilnehmen, oder? Dann könnten wir uns beide gegenseitig anspornen, wie echte Rivalen. Die Professorin wohnt am Ende der Route 2. Vergiss nicht, unterwegs ordentlich zu trainieren. Hatte ich vor. Also das Training jetzt weniger, aber das Pokémon-Fangen und so weiter. Musst mich nicht hinschubsen. So, wen haben wir hier? Zwischen Zarnia und Delion herrschen früher einmal gesunde Rivalität. Aha. Ein bisschen Geschichtsstunde. Delion liebt Pokémon über alles und vor allem liebt er es, mit ihnen in den Kampf zu ziehen. Schon früher hat er immer 100% gegeben, selbst bei Übungskämpfen. Aha. Lernen wir hier Neues über Delion. Lektion Nummer 1 zum Pokémon-Trainer. Das Pokémon ganz oben auf deiner Liste wird als erstes in den Kampf geschickt. Ach was. Nein. Da erzählst du mir aber was. Lektion Nummer 2 für Pokémon-Trainer. Regelmäßig speichern. Lektion Nummer 3 für Pokémon-Trainer. Wenn ein Pokémon eine Attacke einsetzt, die seinen beiden Typ entspricht, steigert das ihre Stärke. Ja, wo sie gerade sagen, kann ich ja mal zwischenspeichern. Schadet nicht. Nützt nichts, schadet nichts. Autosave habe ich ausgestellt. Nur das Wissen eines Trainers kann ein Pokémon seine wahre Stärke entlocken. Und Entwolli. Joa, so schaut's aus. Wen haben wir hier? Das Haus der Professoren erkennt man auch von weitem an seinem violetten Dach. Na denn. Wie das Pokémon-Labor. Bloß als Haus. Route 2, hier beginnt sie. Und Hope ist wieder da. Der hält uns hier auf. Der macht uns eine Einführung in das Leben. Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt?
Falls nicht, erkläre ich es dir. Wer einen Pokédex führen will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Delion! Oh, wie ich sehe, hast du bereits Pokémon gefangen. Gute Arbeit, Zwergenfürst. Die Pokémon hat dir bestimmt deine Mutter geschenkt. Deine Mutter. Hier habt ihr ein paar Pokémon. Versprecht mir, dass ihr fleißig Pokémon fangt. Hier in der Gegend kommt die Pokémon ja praktisch in den Arm gelaufen. Es ist fast so, als suchten sie alle einen neuen Trainer. Du hast 20 Pokémon. Herzlichen Dank. Damit kann ich was anfangen. Du verstaust sie in der Pokéballtasche. Wenn ihr ein Pokémon fangt, bekommt euer Team dafür auch einige Erfahrungspunkte. Stellt euch allen Trainern, die ihr unterwegs trefft, um eure Teams zu trainieren. Nee, aber wirklich nicht. Ich werde so weiterhin gekonnt umgehen, also wie bisher in allen Pokémon-Spielen, die ich gespielt habe. Das ist meine hohe Kunst, Pokémon-Trainer umgehen. Das ist einfach, wenn ich Pokémon spiele, muss das so sein. Jetzt scheint, bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Aha, okay, mein Controller geht langsam alle. Nichts, was sonderlich auffällig wäre, nichts, was sonderlich erwähnenswert wäre, ist bei mir normal. Also, ich spiele eigentlich grundsätzlich nur mit Controllern, die fast kein Akku mehr haben. Das macht es ein bisschen spannender. Wartet's nur ab. Ich werde in 0, nichts der allerbeste Team der Welt beisammen haben. Die Professorin wird den Mund vor Staunen gar nicht mehr zukriegen. Das muss in der Familie liegen, diese Bescheidenheit. Das ist der Wahnsinn. Wie die sich zurückhalten. Wie die gar nicht. Oh, das kommt mir doch bekannt vor, ein Samurzel. Wie die so absolut gar nicht prallen oder sich so hohe Ziele stecken. Oh, Pixar. Das ist eine interessante Attacke. Da können wir uns mal testen dran. Die Attacke. Deck dieses Pizza ein. Über 5 KP gegen 4 KP, das dürfen wir hinkriegen. Überheblichkeit, wo wir gerade beim Thema sind. Ja. Deck setzt Überheblichkeit ein. Okay, Pizza war dann noch effektiver. Na dann, Pieks mal ordentlich. Du brauchst ein neues Level. Erfahrungspunkte. Musst trainiert werden. Oha. Na komm. Das wäre doch gelacht. Das kriegen wir hin. Sehr gut. Samurzel besiegt. Ja, ein Samurzel müssen wir uns jetzt nicht unbedingt fangen. War noch nie so wirklich das stärkste Pokémon. Level 5 für Lecky. Level 7 für Galli. Galli. So, wen haben wir denn hier? Auch ein interessantes Pokémon. Kleptifuchs. Nussbecki. Ist das Typ Feuer? Ist das Typ Boden? Oder sieht nach Feuer aus? Das sieht nach einem Feuer-Pokémon aus, ja. Ich versuch's mal mit Überheblichkeit. Vielleicht bringt das hier was. Das müssen wir uns doch fangen. Das sieht doch gut aus. Kleptifuchs. Oh, das hat ja gar nichts gemacht. Das scheint Feuer zu sein, oder? Hochzug-Hieb. Bisher hat es nur Hochzug-Hieb eingesetzt. Also, ich kann nicht erkennen, ob das ein Feuer-Pokémon ist. Feuerattacken hat es noch nicht eingesetzt. Ein Kapier habe ich noch. Ach, du Schande. Und ich kämpfe einfach weiter. Anstatt einen Trank einzusetzen. Na komm, Pixar. Das ist anscheinend die effektivste Attacke, die ich gerade im Angebot habe. Rutenschlag. Er setzt wieder deinen Rutenschlag ein. Da kann ich ja weiter mit Pixar. Brauche ich keinen Trank einsetzen. Kann ich so weitermachen. So. Wie wäre es denn mal mit einem Pokéball? Ach, eine Sinnebeere habe ich hier noch. Ja, gut. Einsetzen. Los, Pokéball. So, 1, 2, 3.
Ach, verdammt. Das war knapp. Gut und schnell. Ja, das fange ich mir auf jeden Fall. Mal schauen, was das für ein Typ ist. Ob wir das gebrauchen können. Das ist bestimmt was wert fürs Team. Ach, verdammt. Hochzugliebe. Ach, verdammt, da war es im Blacky geschehen. Ja. Ich wollte mal übrigens anmerken, dass wir wieder die alte... Oh. Ach, ich dachte gerade hier. Sieht ziemlich platt aus. Einwechseln. So, Modi, du bist dran. Sonst ist das noch kaputt. Das Pokémon ist kaputt. Ich wollte mal anmerken, dass die alte Pokémon-Funk-Art wieder zurück ist. Das hat mir in Pokémon Let's Go ja nicht so sehr gefallen. Finde ich gut, dass wir jetzt wilde Pokémon wieder bekämpfen können. Und während des Kampfes fangen können. Klepp die Fuchs gefangen. Und klepp die Fuchs. Das ist leider weiblich. Klepp die Fuchs. Unlicht. Aha. Hab ich nicht gedacht. Wir brauchen einen männlichen. Klepp die Fuchs. Der ist schon so. Der muss eigentlich. Das ist. Naja, ich nenne ihn jetzt trotzdem so, auch wenn es ein weibliches ist. Ja, wie sonst. Randall wurde in ein Team aufgenommen. Wir können es ja dann tauschen, wenn ich irgendwann mal ein Männchen fange. Wird das Weibchen rausgeboxt. Ja. Purer Sexismus hier bei Pokémon. Ja. Also, da brauchen wir keinen von. Sei denn, wir haben ein männliches. Das passt halt ganz gut. Das würde ganz gut passen. Zum Namen. Das wäre halt, ja, Kleptifuchs. Kleptomane. Ah, ja, gut. Das fangen wir uns. Kleptifuchs. Luft aushalten. Ja, im roten Bereich. Sehr gut. Alles im roten Bereich. So. Das Sprichwort ging, glaube ich, anders. Pokéball einsetzen. Na komm, dich fange ich mir. Randall, komm zu mir. Heute ist nicht Montag. Oder vielleicht schon, ja. Heute könnte unter Umständen, nein. Ich glaube Dienstag ist es, wenn dieser Part online kommt. Unter Umständen könnte Dienstag sein. So. Mal hier schnell. Können wir das freilassen? Können wir nicht freilassen? Da müssen wir wohl zurück zum Pokémon Center. Das dort freilassen. Ich bin mal kurz weg. Bin gleich wieder da. Oh. Hier haben wir tatsächlich was gefunden. Beleber. Liegt hier einfach im Gras rum. Allein im Gras. Aber auf dem Weg. Route 2. Okay, haben wir dem wieder die Freiheit geschenkt. Oh, ein Raffel. Ja, wir fangen uns jetzt doch keinen Raffel. Das ist es jetzt nicht wert. Ein Raffel ist so ziemlich das Radfratz der 8. Generation. Kann man so sagen. So, hier gibt es weitere. Oh, da sehe ich ein interessantes Pokémon. Das ist ein Samurzel, das ist kein interessantes Pokémon. Ja, schon irgendwie, aber nein, danke. Muss ich nicht unbedingt in einem Team haben. Das ein Kamehaps. Kamehaps, sondern nicht ziemlich am Kamehameha. Ja, etwa so. Ja, kämpfe halt ein bisschen. Und mach's alle. Für die EP. Level 6. Wir müssen eigentlich ein anderes Pokémon in die Spitze stellen. Nicht unser Starter-Pokémon nur trainieren. Und die anderen Pokémon müssen auch trainiert werden. Hoch zu Kieb. Na komm. Es muss doch was bringen. Es bringt was. Okay. So,
Blut wird, glaube ich, nicht viel bringen. Wir können es trotzdem versuchen. Blut. Ja. Eher mittelmäßig. Tickel. Na komm. Kamehaps. Dann sage ich Kamehameha. Und besiegt. Schöner Name. Kamehaps. Level 10 für Modi. Level 7 für Kali. Level 6 für Randall und Level 5 für Blackie, so steht es momentan. So, und weiter geht's. Ja, das Team müssten wir mal heilen, bevor jetzt der nächste Trainerkampf kommt. Ja, gut, dass wir vorgewarnt werden. Speichern. Ja, jetzt das Team mal speichern. Und jetzt natürlich Items, Trank. Blackie muss wieder belebt werden. Und Randall. Der Randall Hicks aus Randall's Monday. Und wer es nicht kennt, der sollte mal ein Let's Play gucken. Zu Randall's Monday. Sehr schönes Let's Play. Sehr gutes Indie-Game. Kann man sich mal geben. Team noch mal in Heil im Zustand speichern. Ja, ich speichere oft. Lieber als Auto Safe drin haben. Ich habe so meinen eigenen Auto Safe. So viel Speicher. So, was wollten wir jetzt das Team zurechtrücken? So, Blackie Level 5. Randall dann auf dem zweiten Platz. Randall ist doch ein schöner Name. Das habe ich mir gut ausgedacht. Den beiden noch im Team, den Randall. Mein kleiner Kleptoman. Wenn sich die Blicke von zwei Pokémon-Trainer treffen, gehört es sich einfach zu kämpfen. Knirps, Timmy fordert dich heraus. Der kleine Timmy. Und da haben wir ihn. Raffel. Raffel wird eingesetzt. Der kleine Timmy. Sollen wir dem noch begegnen? Was für eine Überraschung. Ich versuch's weiter mit Überheblichkeit, auch wenn das bisher nicht sehr viel gebracht hat. Ist halt einfach eine unsinnige Attacke. Überheblichkeit hat noch nie viel gebracht. So sieht's aus. So, Pixel. Mach halt alle. Wutenschlag. Okay. Und weiter pieksen. Pieks ist, bis es tot ist. Pieks ist zu Tode. So, Tackle. Oha. Oder Tackle ist, bis es tot ist. Ja, dann muss Randall dran. Randall, du bist dran. So. Flieger. Das klingt doch interessant. Bringt aber nichts. Wirklich nichts. Na, wird mehrfach eingesetzt, da bringt schon irgendwas, aber naja. Rutenschlag bringt dir auch relativ wenig. Das kannst du auch gleich vergessen. So, ruckzucki. Na komm. Komm, Bande. Klau die KP des Gegenübers. Klau die KP von Raffel. Prügler. Na komm. Prügler, also nicht Prügel, ach. Nicht Fliegel, sondern Prügler. Oder? So, Raffel besiegt. Erfahrungspunkte. Sehr gut, bei einer Level 7. Knirps Timmy besiegt. Ich kann es einfach nicht. Ich kann einfach nicht wegsehen, wenn mir ein starker Trainer über den Weg läuft. Wenn es 360 Pokémon Dollar beklaust, das kleine, den kleinen Timmy, sein Taschengeld und gießt die Kreis aus dem Kampf gegen den kleinen Timmy hervor. So. Haben wir wieder den Hesslorn. Kamehaps. Ja, sorry, aber der sieht irgendwie hässlich aus. Nicht so schön wie Randall. Mein Kleptoman-Fuchs. Ach, Angsthase. Das ist doch ein Zickzacks. Ein Zickzacks. Na, sehr schön. Können auch mit ins Team nehmen, aber ich nehme lieber Galar Pokémon mit rein. Das ist mir lieber. Kämpfen wir mal trotzdem.
Los, Prügler! Oh, das bringt relativ wenig. Ja, stimmt. Ja, wir haben es ja ausprobiert. Ja. Muss man nicht nochmal einsehen, dass es nichts bringt. War schon beim ersten Mal relativ klar. Hochzuhieb. Das bringt vielleicht mehr. Auch nicht. Na. Fliehen wir einfach. Das ist jetzt irgendwie nicht so wert. Anastasischen Wendel wirkt. Sehr gut. So, hier gibt es ein Item. Oh, was haben wir da? Achso, das ist. Das ist wieder ein Blackie-Pokémon. Zwei Tränke gefunden. Sehr gut. Was haben wir hier? Ein paar Wendels. Drei Pokébälle. Hervorragend. Es ragt hervor. Ein weiterer Trainer. Ein Hässlein. Kamehaps. Weiter. So, Flucht. Der kleine Angsthase. Angstfuchs. Mikro. So kann man den Trainer auch umgehen. Wenn man hier einfach mal durchs Gras läuft bei ein paar wilde Pokémon. Anspannung von Mikro. Flucht. Ein Raffel. Der putzt auch irgendwie mit seinem Schwanz den Boden, oder? Mit seinem Schweif. Macht den Boden sauber. Sieht ein bisschen wie ein Besen aus. Und der bewegt ihn irgendwie so. So, machen wir trotzdem jetzt den Kampf. Wer niedlich ist, ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber gut. Dürre Magier fordert dich heraus. Kamehaps. Ach, das heißt noch. Ich beleidige jetzt hier im laufenden Band das Kamehaps. Na gut. Hochzugieb. Attacke. Naja, gut. Tackle. Halte durch, Wendel. Riss das hin. Prügler. Attacke. Ja. Ich sollte diese Attacke einfach weglassen. Die bringt hier nicht so sonderlich viel. Ich versuch's immer wieder, aber. Ja. Das Hochzug gibt dann doch effektiver im Kampf. Ist besser, das zu nutzen. Na komm, Wendel, Kämpfe mutig bis zum Schluss. Na komm, die Hälfte schon besiegt. Die Hälfte der KP schon abgezogen. Wendel besiegt. Ach Mensch. Sehr schade. Dann wohl Kali. Du musst auch trainiert werden. Du bist dran, Mauzi. Mogelhieb. Vielleicht bringt das was. Und zack. Jo. Das bringt's. Schlitzer. Und Attacke. Zack. So, Kamehams besiegt. Trainerin besiegt. So, Kali Level 8. Kratzer versucht zu ernähren. So, ja, Heuler vielleicht. 1, 2 und schwupp. Kali hat Heuler vergessen und Kratzer lernt. Maya besiegt. Vielleicht sollte ich mein Motto überdenken. Das war auf jeden Fall eine starke Leistung. Zumindest 504 Pokémon Dollar geht sie gleich gegen die Trainerin hervor. Und weiter geht's. Da sind wir gleich beim Niganenhaus. Oh, ja, gleich der nächste Trainer. Na gut. Modi lebt noch. Der kann noch kämpfen. Gegen Kopf hatte ich keine Chance. Aber dich kann ich bestimmt besiegen. Mhm. Knirps Dennis fordert dich heraus. Dennis. Ja, Dennis kann man es auch aussprechen, aber ich glaube eher nicht so. Dennis. Ein bisschen Tischtennis spielen. Ha. Na, ich bin heute so auf unlustige Witze ausgelegt. Oh, Senesek besiegt. So viel dazu. Da war es noch eins. So, Kriptifuchs.
Davon habe ich auch einen. Das ist zwar gerade besiegt, aber ich habe einen Subschlitzer. Versuchen wir es auch mal hier. Hochzukieb. Das kann der Mauzi nicht viel antun. So, Kratzer. Ist doch die neue Attacke, wenn ich mich nicht komplett irre. Sehr gut. Captain Fuchs besiegt. So, Dennis besiegt. Ich verliere wirklich gegen jeden. Egal ob gegen wilde Pokémon oder andere Trainer. Du gewinnst 420 Pokémon und dann gehst du aus dem Kampf gegen Dennis hervor. So, hervorragend. Route 2 überstanden. So, Kikos mal abspeichern. Joa, wird schon Zeit, die Aufnahme zu beenden. Können wir gleich machen. Voldi wild erscheint. Oha. Wollen wir es noch in Voldi fangen? Ich meine eigentlich eher nicht, aber den Kampf können wir uns noch leisten hier. Spitze. Ein Voldi. Wow. Ein wildes Voldi hier mal im Gras. Ich habe fast gedacht, das gehört hier der Dame von dem letzten Part. Wie hieß die noch gleich? Irgendwas mit S. Mir fällt es gerade nicht ein. War gut und stark. Ja. Schnell noch Voldi besiegen. Na komm. Der Part hat schon Überlänge. Vielleicht kann ich es irgendwie zusammenschneiden, aber ja, der Part hat schon Überlänge. Na komm. Zack. Voldi besiegt. Voldi klingt eigentlich wie ein Spitzname. Ich dachte auch das erste Mal, dass das ein Spitzname ist. Dass das gar nicht der Pokémon-Name ist. Ja, dann würde ich mal sagen, ein Däumchen nach oben sollte euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Hier im nächsten Part wieder. Haut da rein und ciao, ciao.